Entsetzen über einen Doppelmord vor laufender TV-Kamera. Während einer Live-Sendung erschießt ein 41-jähriger Ex-Kollege eine Reporterin und einen Kameramann eines Regionalsenders im US-Bundesstaat Virginia. Die tödlichen Schüsse lösen eine neue Debatte über schärfere Waffengesetze in den USA aus. Wir müssen etwas gegen die Gewalt mit Schusswaffen in Amerika tun. Und ich werde das anpacken. Der mutmaßliche Täter nähert sich unbemerkt während der Live-Übertragung. Er schießt erst, als die Reporterin im Fernsehbild zu sehen ist. Der Mann stellt ein Video seiner Tat ins Internet und versendet Rechtfertigungsschreiben. Dann flieht er bei einer Polizeikontrolle und richtet schließlich die Waffe gegen sich selbst. Der Verdächtige ist im Fairfax and Nova Hospital in North Virginia gestorben, an den Folgen einer Schusswunde, die er sich selbst zugefügt hat. Der mutmaßliche Doppelmörder stellt sich als Mobbingopfer dar, wegen seiner schwarzen Haut und seiner Homosexualität. Den letzten Anstoß will er durch das Blutbad von Charleston erhalten haben, das Massaker an Schwarzen in einer Kirche.